die Frage, wie können wir die Betriebe produktiver machen, Bürokratie reduzieren, neue Technologien einführen, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit herzustellen. Da will ich gerne den Dialog vertiefen. Aber da bleiben Sie hart. Was braucht man, um neue Technologien einzuführen? Das gilt jetzt nicht nur für die Landwirtschaft, das gilt für jeden Wirtschaftszweig. Geld. Man braucht in erster Linie Kapital. Und wenn die Bundesregierung da ihre Subventionen streicht und damit das Einkommen der Landwirte mindert, dann können sie natürlich auch langsam mal neue Technologien einführen. Das versteht sich eigentlich von selbst. Bleibt bei dieser Kürzung, die einmal vereinbart wurde. Der Deutsche Bundestag entscheidet. Ich sage aber, wer neue Subventionen will, muss auch auf alte Subventionen verzichten. Insgesamt hat dieser Staat auch finanzielle Grenzen. Sie haben ja noch eine Bullshit. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob Lindner dazu noch was Konkreteres sagen wird, aber auf die finanziellen Rahmendaten einzugehen, das ist jetzt, glaube ich, erstmal wichtig, um diesen völligen Irrsinn der Schuldenbremse zu verstehen. Also das Ausland hat in Deutschland seit 15 Jahren mittlerweile einen negativen Finanzierungssaldo von weit über 5% des Bruttoinlandsproduktes. 2022 ist er dank des Energiepreisschocks und der höheren Importpreise etwas eingebrochen. Aber grundsätzlich gilt, dass das Ausland einen stark negativen Finanzierungssaldo hat. Und das heißt, dass wir mehr Güter ans Ausland importieren, dass wir mehr Geldzahlungen ans Ausland leisten, als wir aus dem Ausland empfangen. Das heißt, wir könnten uns viel, viel mehr Konsum leisten, ohne dass dadurch irgendeine finanzielle Schieflage entstehen würde. Denn inländische Schulden, das weiß ja auch jeder, inländische Schulden, die der Staat bei eigenen Wirtschaftsakteuren hat, die sind kein Problem. Denn wenn der Staat sich verschuldet, dann bedeutet das umgekehrt, dass in der Privatwirtschaft neues Vermögen entsteht. Wenn der Staat eine Staatsanleihe ausgibt, dann halten diese Staatsanleihe irgendwelche Akteure an den Finanzmärkten, beispielsweise Banken. Und wenn diese Banken im Inland sich befinden, dann ist das überhaupt kein Problem, da der Staat privates Vermögen im Zweifel immer in staatliches verwandeln kann. Solange der Staat keine hohe Auslandsverschuldung hat, solange ist die Verschuldung kein Problem. Und bei Deutschland ist genau das Gegenteil der Fall. Deutschland hat riesige Vermögen im Ausland, weil wir eben so hohe Leistungsbilanzüberschüsse gemacht haben. Das heißt, von irgendwelchen Grenzen der finanziellen Leistbarkeit zu sprechen, ist völliger Schwachsinn. Wir erleben gerade einen Verfall unserer Realwirtschaft. Der hat allerdings wenig mit unserer Staatsverschuldung zu tun, beziehungsweise dieser Verfall der Realwirtschaft, hatte ich ja auch schon gezeigt, Einbruch der Produktion in der Industrie, vor allem in der energieintensiven Industrie, könnte aufgehalten oder sogar umgekehrt werden, wenn der Staat endlich mehr Geld ausgeben würde. Wenn die Wirtschaft schwächelt, wenn die Produktion einbricht, dann braucht es mehr Nachfrage, damit die Produktion wiederbelebt wird. Und wer für diese Nachfrage sorgt, ob das das Ausland ist, ob das die privaten Haushalte sind oder ob das letztlich der Staat ist, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es die Nachfrage gibt, dass es sich für die Industrie wieder lohnt zu produzieren. Und wie gesagt, bei der energieintensiven Industrie muss man zusätzlich noch sagen, da würde es sich vor allem lohnen, endlich die Energiepreise wieder zu senken. Das muss man, glaube ich, noch dazu sagen. Aber deswegen sind solche Kürzungen wie in der Landwirtschaft, die ja das Einkommen der Haushalte, in diesem Fall der Landwirte, senken, absolut katastrophal, da sie die Nachfrage noch weiter abwürgen. Wenn die Produktion sinkt, dann muss der Staat die Nachfrage erhöhen und nicht die Nachfrage abwürgen. Subventionen in Angriff genommen, das ist die nächste Gruppe, die Sie jetzt gegen Sie aufbringen werden. Seit dem 1. Januar sind es die Gastronomen und deren Gäste, die sich ärgern, dass die Mehrwertsteuer im Restaurant wieder bei 19% ist, wo sie vorher wegen Corona abgesenkt worden ist. Stellvertretend für viele, die das nicht gut finden, haben wir eine Stimme aus Thüringen, der Gastronom Oliver Bosse im MDR-Interview. Löhne sind hochgegangen durch Mindestlohn, die Einkaufspreise gehen hoch durch Ukraine-Krieg, alles Mögliche. Die Inflation kennt ja jeder und die Energiekosten nicht zuletzt sind auch hochgekommen. Und jetzt auch noch die Mehrwertsteuer. Das ist bei einer Marge, wie es der Geschäftsführer der DEHOGA gesagt hat, von 4-8%, was ein Gastronom hat, kann man sich ausrechnen, wenn man 12% Erhöhung hat, wie schwer das ist. Dann geht es ja schon 4% ins Minus, rein rechnerisch. Und da muss sich jeder überlegen, erhöht er die Preise, verliert Kunden, lässt er die Preise, braucht er später irgendwann mal keine Kunden mehr. Was an? Guni, schick mir das mal bitte per DM auf Discord oder so, dann weiß ich auch, dann merke ich es mir eher. Wenn du das jetzt in den Chat schreibst, dann habe ich es nach der Aufnahme hier schon wieder vergessen, beziehungsweise ich finde die Stelle dann nicht mehr. Antworten Sie. Ja, ich verstehe die Sorgen. Ja. Wir haben ja eine Reihe von Maßnahmen, befristeten Maßnahmen gehabt während der Krisen. Sie haben jetzt den reduzierten Mehrwertsteuersatz bei der Gastronomie genannt. Wir hatten auch einen reduzierten Mehrwertsteuersatz bei Gas und Fernwärme. Mhm. Wir hatten die Strom- und die Gaspreisbremse. Das sind Krisenmaßnahmen gewesen, befristet. Ja.
Wir können Krisenmaßnahmen nicht auf Dauer fortsetzen. Ist die Krise denn vorbei? Die Preise haben sich sehr deutlich, Gott sei Dank, reduziert. Wenn wir die ruinösen Preisspitzen bei Strom und Gas sehen. Und in der Pandemie war es ja so, dass die Gastronomie geschlossen war. Ja. Und danach überhaupt erst wieder ins Geschäft kommen musste. Und ich glaube, wer auf Dauer Krisenmaßnahmen aufrechterhalten will, der ruiniert den Staatshaushalt. Und wir müssen ja eigentlich wieder neue... Oder du schickst es mir per DM auf Twitter. Aber auch dieses, der ruiniert den Staatshaushalt, auch das ist völliger Schwachsinn. Wir haben in Deutschland eine Situation, ich habe es gerade gezeigt, ich gehe gleich nochmal drauf ein, in der die Unternehmen Netto-Sparer sind. Das heißt, die Unternehmen sparen, die privaten Haushalte sparen. Diesen positiven Finanzierungssaldo hat in der Vergangenheit immer das Ausland ausgeglichen. Das kann man machen, aber da müssen sich halt die anderen Partner in der Eurozone verschulden und die können diese Schulden irgendwann nicht mehr tragen. Also irgendwann, wenn ein Land immer höhere Schulden im Ausland macht, dann bekommt das Land, wenn es keine eigene Währung hat und die Länder der Eurozone haben ja ihre monetäre Souveränität aufgegeben, Probleme. Das heißt, entweder Deutschland steuert auf eine neue Euro-Krise zu oder wir setzen endlich darauf, dass auch der deutsche Staat Schulden machen muss, dass auch der deutsche Staat inländische Nachfrage stimuliert und dass wir nicht andere Länder, beispielsweise in der Eurozone, zu Netto-Schuldnern müssen. Sicherheitspuffer aufbauen, weil ich fürchte, es wird irgendwann wieder eine sehr gefährliche Situation geben, wo der Staat handlungsfähig ist. Gut. Und lassen Sie mich das so vielleicht sagen. Wir haben aufgrund der gestiegenen Preise, auch der höheren Preise, die wir auf dem Weltmarkt für Energie nach dem russischen Angriff auf die Ukraine zahlen müssen. Wir haben in unserem Land volkswirtschaftlich Wohlstand verloren. Eindeutig. Das ist ja, dank des Wirtschaftskrieges gegen Russland, den man niemals hätte starten dürfen. Also ich glaube, das kann man hier eindeutig sagen. Schön, dass Lindner das hier auch so ehrlich sagt. Wir haben Wohlstand verloren, weil die Ampel das so wollte. Auch mit dem Grund, weshalb er und seinen diesen, Gästen richtig, nicht die höheren Preise noch diesen, auf der Speisekarte zumuten kann, aber weil er hat Frau Maischberger, Gäste deshalb. Diesen Wohlstandsverlust, den wir volkswirtschaftlich haben, kann der Staat nicht ausgleichen. Das ist die Aufgabe. Doch. Also wir haben höhere Preise für Importgüter und trotzdem hatten wir noch einen Leistungsbilanzüberschuss von 3-4% 2022. Also trotzdem haben wir mehr Güter ins Ausland verkauft, mehr Geldzahlung aus dem Ausland empfangen, als wir dahin geleistet haben. Das heißt, Deutschland hätte trotzdem noch die Möglichkeit gehabt, die inländische Nachfrage noch weiter zu erhöhen, ohne dass das irgendwie zu einer Belastung für die Staatsfinanzen geworden wäre. Einer prosperierenden, dynamischen Wirtschaft, die auch höhere Löhne zahlen kann. Und deshalb ist unsere Aufgabe... Höhere Löhne hat Deutschland aktiv verhindert. Deswegen hatten wir diese Leistungsbilanzüberschüsse. Ich glaube, es ist nochmal wichtig, darauf einzugehen. Durch die Agenda 2010, durch eine gewisse Politik, die auf hohe Arbeitslosigkeit, die auf ein Abwürgen der Wirtschaft gesetzt hat, durch eine restriktive Fiskalpolitik, durch Steuerung, die vor allem die Mehrheit getroffen haben, durch all das, durch eine Schwächung der Gewerkschaften, hat Deutschland das Lohnniveau stark abgesenkt, beziehungsweise das Lohnniveau stagnieren lassen über einen sehr langen Zeitraum, wo das Lohnniveau in vergleichbaren anderen europäischen Staaten gestiegen ist. Das heißt, die deutsche Industrie hatte Wettbewerbsvorteile gegenüber der Industrie in anderen europäischen Ländern. Und das ist der Grund für die hohen deutschen Exportüberschüsse und dann auch für die hohen deutschen Leistungsbilanzüberschüsse. Das heißt, ohne dieses Lohndumping, ohne dieses bewusste Drücken der Löhne in Deutschland, hätten wir so hohe Überschüsse niemals gehabt. Und dass Lindner hier von guten Löhnen spricht, das ist wirklich blanker Hohn. Also das ist das exakte Gegenteil seiner Politik. Zumal der FDP-Ökonom Lars Feld, der für die FDP in der Mindestlohnkommission sitzt, dort eine Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro verhindert hat. Zusammen mit der SPD-Politikerin Christiane Schönefeld. Man kann es nicht häufig genug sagen. SPD und FDP haben da eine Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro verhindert. Aufgabe in Und man kann sich wirklich nur wundern, dass die Medien das nicht häufiger thematisieren. Also die Diskussion über den Mindestlohn spielt ja gar keine Rolle in den Medien. Das müsste mal irgendwer popularisieren. Also auch in linken Medien könnte das ruhig mal häufiger Thema sein.